Oh, hier. Text von Etienne Gardet. Hat eine gute Partie gespielt. Können wir uns gleich noch angucken, Chat. Also, wir schauen. Etienne Gardet mit den schwarzen Steinen gegen den nominell überlegenen Barrios Komp. Bauer nach D4. Renner auf 6. Nichts auszusetzen. Bauer nach B3. Bauer nach D5. Auch schön. Läuft nach B2. Springer BD7. Kann man machen. Wenn nicht meine Hauptpriorität, weiß man ja nicht so viel Druck. Hier kann man auch den Läufer erstmal rausbringen. Dann so. Und den Springer später, nachdem der Läufer schon rausgebracht wurde. Aber auch Springer BD7. Kein Beinbruch. Bauer nach E3. Bauer nach E5. Da noch leichtes Zielpech. Das Feld wird ja zweimal kontrolliert hier. Von Läufer und Bauern. Also, den der Weiß schlagen können. Und der Springer kann nicht zurückschlagen. Weil der gemeine Läufer da ist. Das hätte Schwarz vorbereiten müssen mit, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich so Bauer nach G6, Läufer nach G7. Kurz Rochade spielen. Oder von mir aus auch Bauer nach E6. Dann Läufer raus und dann mal gucken. Aber wie gesagt, Springer BD7 wäre nicht meine erste Prio gewesen. Bauer nach E5, Läufer nach B5. Das ist natürlich ein Fehler. Zum einen nimmt er den Bauern hier nicht weg. Zum anderen ist es ein Schuss ins Leere, weil Schwarz die Fesselung einfach brechen kann. Mit Bauer nach C6, was hier Etienne auch vollkommen korrekt macht. Computer meckert rum, weil er erstmal den Bauern wegziehen wollte, weil nach C6 jetzt D-Schlicht E5 wieder ein Problem wäre. Aber das wird nicht kommen, nachdem im letzten Zug es ja schon nicht kam. Also, Bauer nach C6 wäre okay. Läufer nach D3. Ein weiterer, ja. So schnell. Also diese Fesselung bringt häufig nichts. Auch wenn es verlockend aussieht, den Springer zu fesseln, wenn Schwarz am Bauern im Weg stehen kann und der Läufer wieder ziehen muss. Also eher Zeitverlust hier von Barrios Komp. Läufer nach D3 zurück. Jetzt hat Schwarz diverse Möglichkeiten. Ich will wahrscheinlich einfach vorgehen mit dem Bauern. Aber auch wie Eddie spielt, ist nichts gegen zu sagen. Läufer B4. Hier ein bisschen anders. Also das Thema hatten wir eben schon umgekehrt, dass es nicht so viel bringt, wenn das gleich angegriffen wird. Aber hier muss Schwarz-Weiß wenigstens seinen Läufer dann versperren nach C3. Insofern finde ich es hier einigermaßen okay. C3. Läufer nach A5. Kann man auch mal. Ich wäre instinktiv eher hier hingegangen. Ich glaube, der Läufer hat auf A5 nicht so viel zu tun. Er behält zwar hier die Fesselung aufrecht, aber da droht nicht so viel. Also, Springer 2. Also kein Game Changer, aber es fühlt sich natürlich an, den auf E hinzustellen. Auf einer A5. Springer F3. Jetzt haben wir hier eine klassische Situation, wo Schwarz per Doppelangriff eine der weißen Figuren einsacken kann. Mit Bauer E4. Das hättest du sehen können, Eddie, hier. Doppelangriff auf die beiden. Relativ typisches Thema. Der Bauer ist zweimal verteidigt und Figur weg. Ja, da müssen wir doch hier. Also, da müssen wir meckern. Dame nach E7 geht an der Chance vorbei. Und auch erlaubt Weiß hier mit Läufer nach A3 die Dame zu nerven. Deshalb ich den Läufer lieber auf D6. Bisschen safer. Also den schwarzen Läufer lieber hier hingestellt. Hat zu viele Pfeile, dann gehen wir weg. Den schwarzen Läufer lieber hier hingestellt. Ist ein bisschen kompakter als hierhin. Jetzt könnte Weiß hier vielleicht so ankommen. Eines Tages. Immer ein bisschen lästig, weil man dann auch nicht rochieren kann, wenn der Läufer dieses Feld kontrolliert. Aber hauptsächlich war natürlich Bauer nach E4 die große Chance. Dame nach E7, D schlägt E. Schlägt, so weit, so gut. Kurze Rochade, ein Fehler, aber so, hier, jetzt kommen wir hier zum Finale Grande in Alemannia. Kurze Rochade, bisschen ungenau, so ähnlich scheinbar ich vorhin auch, wo ich meinte, ja, ich habe eigentlich nichts dagegen, dass er kurz rochiert, weil ich dann gleich zum Angriff schreiten wollte mit Springer nach G4. So, Rochade Fehler, aber hier, jetzt muss er loben, vorbildlich ausgenutzt, stürzt sich auf diesen Bauern. Rotierschachmatt. Und das ist nicht so leicht zu parieren. Wenn Weiß Bauer nach F4 spielen würde, zack,
käme Dame schlägt E3 Schach, gefolgt von Kabel. Also beste Chance für Weiß wäre Bau nach G3. Aber auch dann rollt der Angriff weiter. Dame nach H5. Greift den Bauern hier an. Weiß jetzt versucht, das zu parieren. Wie macht Schwarz weiter Druck? G5, ja, würde ich auch sagen. Ich weiß nicht, was Computer sagt, aber G5, typisches Thema, um hier das weiter aufzuspalten. Wenn der geschlagen würde, wäre Dame H2 wieder matt. Also man versucht sich den Weg zum weißen König zu bahnen. Ich weiß nicht, ob Weiß sich hier noch irgendwie verteidigen kann, aber es sieht sehr schlecht aus. Vielleicht Bau nach F3 oder so. Ja, sieht trotzdem aus wie matt. Ist das schon matt? Schlägt, schlägt. Okay, wäre zu kompliziert schon wieder. Aber auf jeden Fall stark angegriffen und die weiße Stellung hier wahrscheinlich schon kaputt nach H4. G5 würde Schwarz auch gewinnen. Stattdessen kam hier der fatale Fehler von Barrios. Komm, Bau nach H3. Und das ist natürlich bekannt. Man darf die gardesche Dame nicht zu nah an den eigenen König lassen. Dame H2. Und Schachmatt. Ne, war eine gute Partie. Also, ja, die beiden E-Bauern-Geschichten hier. Bauer E4. Typisches Thema, da kann man mal drauf achten. Weil die weißen Figuren ja häufig stehen, wenn man die beide erwischen kann. Das nimmt man natürlich nicht.